Elsterwerda. Eine runde Sache und das rundherum war der Envia Aqua Cup im Handball, der zum 8. Mal in Elsterwerda ausgetragen wurde. 14 Mannschaften aus Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt kämpften 2 Tage um die begehrten Trophäen. Damit zählt der Envia Aqua Cup zu den teilnehmerstärksten und größten Handballturnieren in Südbrandenburg und Nordsachsen. Vertreter der Stadt, des Namensgebers des Turniers und der Vereinsvorsitzende des ESV 94, Knut Fechner, eröffneten das Turnier und begrüßten die angereisten Mannschaften. Viel Erfolg und Spaß für das ganze Wochenende. Natürlich wünschen wir dann auch noch einen Punkt. Und ich hoffe, wir sehen faire und interessante Spiele. Dankeschön. Beide Hallen des Elsterschloss-Gymnasiums werden für dieses Turnier am ersten Tag parallel genutzt. Ansonsten wäre die Fülle der Spiele durch die hohe Teilnehmerzahl nicht durchführbar, erklärte uns der Vereinsvorsitzende. So bietet allein schon die Vorrunde sehenswerten Handball im Frauen- und Männerbereich. Aus den Platzierungen in der Vorrunde ergeben sich die Zusammensetzungen für das sogenannte Mixturnier, das bei den teilnehmenden Mannschaften sich immer großer Beliebtheit erfreut. Hier werden nämlich die Frauen- und Männermannschaften gemixt. Die erste Halbzeit bestreiten die Frauen und die zweite Halbzeit bestreiten dann die Männer. Die Konstellationen ergeben sich aus den Platzierungen in der Vorrunde. Die erstplatzierte Männermannschaft spielt mit den letztplatzierten Frauen, der zweitplatzierte mit dem vorletzten und so weiter. So bleiben die Begegnungen ausgeglichen und die Spiele sind von Beginn bis zum Ende spannend, kippt manches Ergebnis wirklich erst in letzter Minute. Aus den im Mixturnier zusammengewürfelten Mannschaften sind auch über den Spielfeldrand hinaus Freundschaften entstanden, die beim abendlichen Sportlerball mit Rahmenprogramm ausgebaut und vertieft wurden. Großen Anklang erfährt dabei das angebotene Karaoke-Singen, bei dem das gesamte Festzelt mitsingt. Am nächsten Morgen wird die Müdigkeit gleich mit den ersten Spielen wieder aus den Gesichtern der Teilnehmer gefegt und der sportliche Ehrgeiz gewinnt die Oberhand. Spannend waren die Begegnungen bis zur letzten Partie, stand im letzten Spiel erst der Turniersieger fest. Das Gespann aus der Niesgier Frauenmannschaft mit den Männern des gastgebenden ESV 94 siegte am Ende ohne Punktverlust und wurde somit verdienter Gewinner des Mixturniers. Ronny Hahn stellten die Gastgeber auch den besten Tormann des Turniers, darin waren sich alle Mannschaften einig. Vertreter der Stadt, des Namensgebers des Turniers und der Vereinsvorsitzende des ESV 94, Knut Fechner, überreichten die Pokale zur abschließenden Siegerehrung.